Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein Laber- und Favoriten-Video für euch. Es hat sich in letzter Zeit einiges angesammelt und ich wollte dieses Video nicht überziehen, deswegen werde ich es aufs Wesentliche beschränken und euch meine All-Time-Favorites zeigen. Also, legen wir los. Zuallererst ein Hack und der ist für alle Instagram- und Facebook-Swagger oder Leute, die Bilder posten möchten und einen schicken Hintergrund brauchen und für diesen nicht immer Geld ausgeben wollen. Zieht euch das rein. Total easy, oder? Ich war baff. Ich dachte mir echt, da hättest du selber drauf kommen können. Als nächstes habe ich wieder mal Sneakers. Und zwar habe ich diese coolen Sneakers gerade erst bei Zalando entdeckt. Für sage und schreibe nur 62 Euro, reduziert von 90 Euro. Das sind hier die Adidas Zestras. Ja, Zestra. Und ich bin verliebt. Ich habe lange nachgedacht und gedacht, so weiße Sneaker musst du eigentlich mal haben in deinem Repertoire. Aber ich habe immer überlegt, weil ich dachte so, weiße Sneaker, die werden so schnell schmutzig und immer musst du sauber machen und hast du Bock drauf. Man hat immer irgendwelche Ausreden, bis ich dann diese gesehen habe und dachte, hier ist ein bisschen schwarz, ey, Kompromiss. Mega Logik. Nee, ich musste sie einfach haben. Also my all-time favorite, my baby. Ich konnte nicht anders und habe mir dann auch noch ein zweites Paar Schuhe gekauft. Allerdings sind es keine Sneakers und die sind auch nicht von Adidas. Und zwar, tada, diese Stiefeletten von H&M, die kosten 30 Euro. Ich habe aber einen 10% Gutschein verwendet und daher waren es ein wenig günstiger. Ich liebe sie einfach, sie sind total stabil, was auch sehr gut passt. Ich bin halt keine leichte Frau, sondern eine kurvige und etwas schwere Frau. Und deswegen brauche ich auch stabile Schuhe. Das ist mir sehr wichtig. Vor allem Schuhe, die auch bequem sind. Ich hasse es, wenn ich Stiefeletten anziehe, 5 Meter damit gehe und ich merke schon so, that's not working out. Was ich an den Schuhen total liebe, ist, dass sie so einen super Kontrast zu meiner Hautfarbe bilden und so schön elegant aussehen. Dadurch, dass sie halt so stabil aussehen, ja, sieht es bei mir dann auch nicht zu, weiß ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr so Stiefeletten anhabt und ihr habt das Gefühl, die sind zu filigran, die sind zu leicht? Das ist für eine Frau, die eine Elfe ist. Ja, irgendwie so ein 90-60-90 Model, total schlank oder so. Ja, das Gefühl hat man ja bei den Schuhen natürlich gar nicht. Also ich finde diesen Style total cool und ich mag die Farbe und ha. Dann habe ich noch ein Pflegeprodukt und zwar diese Feuchtigkeitspflege von CD. Und zwar ist das die Wasserlilie, 24 Stunden Feuchtigkeitspflege. Und ich bin verliebt, weil meine Haut spielt verrückt. Ja? Immer wenn eine neue Jahreszeit anbricht oder ich im Stress bin oder keine Ahnung, dann geht's los mit den kleinen Pickelchen und ich hasse das. Deswegen war ich auf der Suche nach einem neuen Produkt, das mir hilft, diese Pickel zu bändigen. Und das hat auf jeden Fall geholfen, sie ein wenig zu bändigen. Es ist jetzt nicht komplett weg. I'm not talking about wonders, okay? Aber das hilft auf jeden Fall. Also, was ich auch sehr gut finde, ist, dass das so ausfahrbar ist. Also, dass man das so ein- und ausfahren kann. Und man sehr, sehr wenig braucht. A little goes a long way. Also ich mache davon immer nur so einen ganz kleinen Pumper und trage das auf meine Haut auf. Und meine Haut fühlt sich richtig so refreshed. Finde ich total gut. Als nächstes habe ich eine Foundation. Yay! Und zwar das Maybelline Dream Matte Mousse in der Farbe Kakao. Die musste ich allerdings bei Asos bestellen. Die gab es so nicht in unserer Drogerie, was ich schade finde. Weil, hello, wir sind auch noch da. Super leicht, sehr gut deckend und ja, eigentlich fällt mir gar nicht viel dazu ein. Also ich habe die sogar gerade auf der Haut und ich bin absolut verliebt. I'm in love with the go-go. Als nächstes ein Lippenstift, den ich auch gerade auf den Lippen trage. Und zwar ist der von Makeup Revolution. Von denen habe ich, glaube ich, sogar 3 Stück. Die sind richtig gut, weil sie lassen sich leicht auftragen, bröckeln nicht ab, sind absolut kussecht und halten auch sehr lange. Was ich nur ein bisschen blöd finde, ist, wenn man jetzt isst oder viel trinkt oder so, dass sich das langsam ablöst. Ganz ehrlich, das ist doch gut, dass das Zeug abgeht. Weil ich würde Panik schieben, wenn ich meinen Lippenstift nicht runterkriegen würde. Jetzt zu einem Lidschatten, dem ich eher kritisch gegenüberstand, denn es ist so. Ich fange mal so an. Die Version davor, diese ganz normale Nude-Serie, ja, ich habe keine Ahnung, wie die jetzt heißt, die ist so schlecht, dass ich dachte,
von Maybelline kaufe ich gar keine Lidschatten mehr. Das ist alles, nee. Und deswegen war ich dem gegenüber sehr skeptisch. Das ist jetzt die The Blush Nudes, die neue Serie. Und ich dachte, oh, okay, teste mal aus. Und dann habe ich die Farben getestet und ich dachte, oh my freaking God, what is this? Ich zeige euch das jetzt, ne? Das ist nicht gefaked oder so. Zieht euch mal diese Pigmentierung rein. Das ist richtig gut. Als hätten sie daraus gelernt, ja? Also, heftig. Also, wirklich gut. Und deswegen würde ich auch auf jeden Fall sagen, All-Time-Favorite. Zu guter Letzt noch ein paar Beauty-Produkte. Und zwar dieses Mal von Makeup Revolution. Ich habe letztens da eine ziemlich große Bestellung aufgegeben. Deswegen habe ich einiges, wo ich sagen muss, okay, that's my favorite. Und zwar diese Illuminator-Paletten. Statt jetzt teuer Geld auszugeben und von Anastasia Beverly Hills den Illuminator zu kaufen oder so oder irgendwas anderes, würde ich sagen, teste die erstmal, weil die sind ihr Geld auf jeden Fall wert. Ich glaube, die hat 6 Pfund gekostet und ich glaube, die hat 4 Pfund gekostet oder 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich werde es unten nochmal in die Infobox packen. Und das hier ist die Shimmer Brick Rose Gold Palettchen. Und ey, das hat so eine tolle Farbkraft. Schau dir das mal an. Wie toll ist das denn? Und ich benutze das total gerne neuerdings als Highlighter, weil, girl, this gives you the glow. Oder boy. Diese große Palette ist genauso toll, weil eigentlich befinden sich ein oder zwei Farben sowieso darin, in der kleinen Palette. Aber was ich richtig toll daran finde, ist, dass diese Rose-Gold-Töne genauso stark schimmerig und pigmentiert sind. Ich habe es jetzt mal hier geswatcht. Hier. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin total begeistert. Und die Dinger halten sich ewig. Von daher nur zu empfehlen. Also wenn ihr eine günstige Alternative sucht, that's it. Das waren meine Favoriten. Yeah. Ich habe ja wieder schön shopping. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt noch einen wunderschönen Sonntag, einen ganz chilligen, entspannten Sonntag. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und fühlt euch geknutscht.